Willkommen bei Xellatronic, der kleinen Gerätekunde für den modernen Mann. Heute soll es um Hochtechnologie gehen, um wirklich fein ziselierteste Elektronik. Die Experten unter Ihnen werden schon wissen, worum es geht. Es sind Smartphones, sogenannte, also kleine Telefone, die man überall mit hinnehmen kann. Ich möchte heute vorstellen eins von Samsung und eins von Samsung in einer unterschiedlichen Ausführung. Das ist das Galaxy S4, das so heißt, weil es nach diesem Galaxy S2 dann auf den Markt kam. Wie ist mit dem Betriebssystem? Es gibt ja eine Firma namens Android, ein in New York sitzende multinationales Unternehmen, was diese Geräte mit Strom und Anteilen und Verbindungslötstellen bestückt. Hier ist eine Maschine drauf, die heißt 234. So sind die Elektroniker, also Namenskünstler sind sie nicht. Und hier heißt es 421 oder 412. Das Problem nun ist, dass dieses ein beschissenes Android-System hat und dieses ein sehr gutes Android-System. Ich habe es selbst ausprobiert. Die Musik ist in diesem Gerät schöner. Und so möchte ich es gerne downgraden. Und das ist sehr, sehr leicht. Um das Gerät downzugraden, muss man etwa 40 Stunden Geräte und Gerätschaften und Seiten herunterladen, miteinander vergleichen, verbinden, USB-Kabel anschließen, Strom aus- und einschalten, Licht, Rollladen runter. Und dann geht es immer noch schief. Es geht nicht leider, weil die Elektroniker und sogar die Hausmeister von Samsung dafür bekannt sind, dass sie das nicht zulassen. Wenn man das Downgrade hinbekommt, hört sich Bach eigentlich wie Adele an. Also eine sehr schöne, kräftige Soul-Funk-Musik oder Zatz, ist auch sehr bekannt. Zatz und Adele hören sich praktisch identisch an, wenn man downgradet. Wenn man upgradet, hört sich Bach an wie, na, soll man sagen, wie im Krankenwagen. Und das ist typisch Samsung. Es ist eigentlich für alle Menschen gedacht zwischen Hamburg und Kiel. Geld sollte man schon haben, natürlich, also für arme Würste ist sowas eh nicht gedacht. Ich zum Beispiel selbst habe sehr viel Geld, ich bin reich, berühmt. Es gibt ja diese Glaubenskämpfe in der Downgrade-Upgrade-Szene, die sich auch wirklich also mit Toten teilweise richtig bekämpfen, bis aufs Messer. Ich halte es immer mit meinem Hausphilosophen Adorno, der in seinen späten Schriften sagt, in der ästhetischen Theorie, dieser bekannte Aufruf von ihm, etwa so bekannt wie das Ganze ist das Unwahre. Leute, downgradet, wo ihr könnt. Das ist der zentrale Satz von Adorno in diesen späten Schriften, die er nach seinem Tod noch veröffentlichen ließ, auch via Anruf dann. All das spricht für, aber auch gegen das Downgraden. Die Welt der Technik, groß und schön. Es gibt noch viel mehr zu testen und zu sehen. Bitte, ihr Schweinefirmen da draußen, schickt mir euer Zeug. Ich teste es gerne. Ich lobe es.